So Leute, ich bin's mal wieder, ja, Flastri zurück bei Pokémon Fire Rot Together. Immer noch im Team Rocket Hauptversteck, wie es ausschaut. Und scheinbar muss ich diesen Teleporter gehen, zumindest hat mir Pike das angedeutet. Und ich hoffe, das stimmt dann auch mal und dass wir hier jetzt einfach durchgehen können. Ja, vielen Dank, Pike. Damit hast du uns ein gutes Stück weitergebracht. Haben wir denn Team Rocket schon besiegt oder müssen wir es noch tun oder was oder wie oder wann? Ah, ja. Jetzt haben wir's, glaube ich. So, Doors are electronically locked. It's bla bla bla. Mir wurscht, was du zu sagen hast. Falscher Teleporter. I don't know. Dieses Gebäude ist zu groß. Aber es scheint ein richtiger Teleporter gewesen zu sein. Und sorry, wenn ich mich verlabere. Es ist spät. Es ist 0:16 Uhr, wo ich das hier gerade aufnehme. Aber ich muss, so langsam mal meinen Soll wieder erfüllen, weil ich habe jetzt schon seit Wochen nicht mehr aufgenommen tatsächlich, weil ich nicht die Zeit dazu hatte. Und nächste Woche habe ich auch keine Zeit, also gut, wenn ihr es jetzt seht, dann ist das glaube ich schon wieder vorbei oder ist vielleicht, also auf jeden Fall war ich auf Klassenfahrt oder bin auf Klassenfahrt, je nachdem. Ne, ich war auf Klassenfahrt, da werde auf Klassenfahrt sein, eins von beiden. Und deswegen muss ich jetzt hier die Abende mal ein bisschen ranklotzen mit meinen Aufnahmen. Und ich meine, bei Pokémon Fire Rot muss ich ja eh nur alle 3 Wochen ein Part aufnehmen und den Rest machen dann die anderen. Aber ich muss meine anderen Parts dann auch noch heute Abend aufnehmen. Also falls ihr mal so eine Aufnahmesession bemerkt, wo ich so ein bisschen, der hat doch keine Ahnung, was er da labert, dann liegt das daran, dass ich halt spät abends aufgenommen habe und ich wirke auch nicht gelangweilt, auch wenn meine Stimme vielleicht dann so klingen könnte, sondern ich spreche einfach nur etwas leiser, weil ich ja in einer Wohnung wohne und ich dann auch nicht so laut sein möchte, dass mich irgendwelche Nachbarn hören. Ich hoffe, das ist verständlich. Ja, ich denke mal. Magnemite, das war auch Magnezone gibt es hier noch gar nicht, aber ist mir egal. Trotzdem sage ich einfach, das ist Magnezone. Ist bestimmt Magnezone. Okay, ich habe gerade überlegt, ob das schon Stahl ist, aber ja, ist es ja schon. Ach ja. Übrigens, Snuddle, an dich mal, falls du tatsächlich deine Dingsbums ist hier trainieren willst, deine Carbadore, ich habe das ja gesehen. Garados ist in dieser Gen wohl angeblich ziemlich sinnlos. Habe ich zumindest bei Domtenno gehört. Ach übrigens, es wurde ja jetzt Pokémon Sonne und Mond angekündigt. Wahrscheinlich die 7. Gen. Also klingt sehr nach 7. Gen. Bin ich sehr gespannt drauf, was da so auf uns zukommen wird. Also ich denke mal, nochmal etwas erweiterte Grafik von der 6. Gen und mal schauen, was sie Neues so einbauen. Bisher war die Pokémon-Reihe ja immer für neue Sachen offen. Das darf man ja nie vergessen hier, ne? So, wen setzen wir mal ein? Komm, Miyamoto. Ist mir auch vollkommen egal. Und wer ist eigentlich tot noch? Ich glaube, es war mein Demon. Wenn ich das recht gesehen habe. Naja, von mir aus. Ich habe ja letztens auch Snuddles Dingsbums sterben lassen. Und mein Apollo ist nun mal nicht so stark momentan noch. Ja, das ist leider in der Tat so, aber ich muss mal gucken, ob ich es tatsächlich zum Gengar machen kann. Es gibt da bestimmt irgendwelche Möglichkeiten für den Emulator, den wir nutzen. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten bin ich aufgeschmissen. Ich möchte einen Gengar haben. Bitte, lasst mich einen Gengar haben. Ach ja, ich muss demnächst mal wieder packende Stories erzählen hier in meinen Let's Plays. Ist auch immer so eine Sache, wenn du nichts zu erzählen hast, beziehungsweise halt gerade keine Story parat hast, ist das immer im Pokémon so ein bisschen schleppend, das sei denn, du kannst dich halt durch Dialoge kämpfen, beziehungsweise Dialoge belabern, aber das ist ja auch nicht immer gegeben, zum Beispiel hier jetzt im Englischen, was nützt es euch, wenn ich das auf Englisch vorlese, wenn meine englische Aussprache eh nicht die allerbeste ist. Ich habe übrigens heute am 26.02. habe ich auch Englisch geschrieben. Ja, wollte ich nur mal so angemerkt haben. Und ich bin ja eigentlich gar nicht mal so scheiße in Englisch, aber irgendwie bemängeln immer alle meine englische Aussprache. Zumindest wenn es in Spielen und beim Let's Playen ist. Ich weiß nicht wieso, aber wird schon seine Gründe haben.
Naja. Ach ja, Team Rocket. Ich hoffe, wir sind bald mal raus aus dem alten Team Rocket Versteck. Eigentlich müsste ich mich hier noch aufhalten, weil Sandro hat sich letztens darüber aufgeregt, dass er ständig im Rocket Versteck rausgelassen wird, aber ja, sind wir mal nicht so. Ich probiere mal durchzukommen. Ansonsten halt Pech. Und wenn ich nicht durchkomme, dann muss halt Sandro das nochmal ausbaden. Dass ich hier im Rocket Hauptversteck bin. Ich glaube, das ist sogar der letzte Kampf gegen Team Rocket. Bin mir nicht ganz sicher, aber könnte so sein. Mal schauen. Werden wir im Verlaufe noch sehen. Bla bla bla. Juck mich nicht. So, du juckst mich. Nee, du juckst mich auch nicht. Juckst du mich? Nee, du juckst mich auch nicht so sehr. Bla bla bla. Oh dear, please help me. No, that is not what I want to do. Because here is I'm of the Team Rocket members. And now we can fight against him. Yes, that is a very good idea, I think. Und warum setze ich Watergun ein, wenn ich schon Aquavelle habe? Naja, ist trotzdem effektiv, beziehungsweise macht ihn trotzdem tot. Gegen Marshak wird das wahrscheinlich nichts. Aber da nehmen wir dann mal den Wasserpuls. Wasserpuls. Ach ja. Bin ja mal echt gespannt, was sie da in Pokémon Sonne und Mond fabrizieren. Ob es vielleicht sogar tatsächlich doch nochmal ein weiterer Ableger der sechsten Gem wird oder sowas. Mal schauen. Ja, mir die Nase. Aber ich denke, das wird schon eher die siebte Gen. Und ich denke mal, vielleicht reichen sie Z ja noch nach. Weil diese Zygarde-Form und das, wer ist es denn? Dieses neue Pokémon, das aussieht wie eine Fusion zwischen Klick und Dingsbums, Dianzi. Magiana? Magiana? Keine Ahnung, irgendwie so. Meine Nase ist gerade zu und juckt. Ah, keine Ahnung, gegen Abend kriege ich immer gefühlt einen Schnupfen, warum auch immer. Das ist ganz komisch bei mir. Ganz, ganz komisch. Ich wache auch morgens meistens mit verstopfter Nase auf. Ich weiß echt nicht, woran das liegt. Wenn da jemand was weiß, dann schreibt mir erstmal in die Kommentare, ob ich irgendwelche Komplexe habe oder so. Wahrscheinlich. Aber mal sehen. Sagt es mir einfach, wenn ich irgendwelche Komplexe habe. Ich weiß, dass ich welche habe, aber ja, welche genau, weiß ich nicht. So, das Mock wird bedient. Das finde ich sehr hervorragend. Ach ja. Können wir endlich mal raus aus dem Team Rock Versteck dann auch bald? Wäre herzallerliebst. Ja. Mehr von den Team Rocket Trübeln und Tore und ach, weiß ich doch nicht hier, scheiß Portale, ey. Was willst du denn? Was? Thunder Wave Technik? Kann das wer? Nö. Ja. Hat ja viel gebracht. Wow. Wäre Donnerwelle gewesen, oder? Das müsste Donnerwelle gewesen sein, wenn mich nicht alles täuscht. Kann jemand einen Weg rausfinden oder zumindest einen, der mich irgendwo hinbringt, was mir was nützt? Nein? Ja, doch, vielleicht? Don't know. Ah, die Tür ist offen. Hyperpotion gefunden, schön. So, mein Freund, du hier möchtest kämpfen? Ich hab's dir angesehen, mein Freund. Ich bin echt gerade ein bisschen planlos hier im Rocket-Versteck, aber solange wir auf Trainer treffen, die wir noch nicht bekämpft haben, scheint alles gut zu sein, ne? Machen wir mal ein Bite hier. Ach ja, wenigstens flincht er. Das ist doch was Schönes, eine schöne Nachricht. Wenn man schon nicht rauskommt, dann will man auch wenigstens ein Erfolgserlebnis haben. Oder etwa nicht. Doch, das möchte ich. Wheezing. Ja, da können wir ruhig drin bleiben. Das ist jetzt nicht so der Hypergegner. Also, das ist schon okay.
Oh, lalalalala. Ich frage mich auch, wie Stanley sich in seinem letzten Part so angestellt haben wird. Ach, das weiß ich ja doch. Er hat sich, naja, angestellt. War schon okay, aber naja, geht besser. Bin jetzt langsam am Ziel hier meiner Reise. Ja, ich weiß es doch nicht. Ich weiß es doch nicht. Wir testen einfach jeden Weg. Wir sind dann so in 5 Stunden fertig. Naja, beziehungsweise ich muss ja nicht die ganzen 5 Stunden übernehmen. Warum setze ich eigentlich nicht eine Lalalala. Zunge lockern. Eine effektive Attacke dagegen ein. Nein, ich verschwende nur die Attacke, von der ich nur noch die wenigsten AP habe. Das ist clever, Flasti. Das ist wirklich clever. Ja. Doch, doch. Das machst du schon gut, Flasti. Das machst du wirklich hervorragend. In Wahrheit überhaupt nicht. Aber ist mir egal. Ist mir egal. Mashop. Ja, komm, wenn wir mal mit wem anders kämpfen. Nein. Bringt alles nichts. Bringt doch alles nicht. Ja, komm. Mach mal eine Watagan. Watagan, 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 nicht alles kann. Huch. Ich sollte meinen Controller nicht zu sehr unterm Tisch halten, sonst mach's auf einmal. Hat man das? Dieses dumpfe Pochen? Dann ist das mein Tisch. Beziehungsweise meine Tischplatte. Tut mir leid, dass ich so ein Drecksack bin. Oh ja, bitte. Endlich mal wieder geheilt. So, jetzt setzen wir aber mal ein besseres Pokémon an den Anfang, beziehungsweise ein Pokémon, was ich gerne trainieren würde, immer noch. Und zwar mein Demon. Meine Güte hier. Hä? Warte mal. Muss ich da jetzt hin? Gottverdammte Scheiße hier. Was ist denn das für eine Scheiße? Vielleicht noch. Der will kämpfen? Der hat sich gar nicht so bewegt, als ob er kämpfen will. Ich möchte aber kämpfen. Nein. Magnemite. Das sieht mir auch aus wie ein Gegner für Dingsi-Bumsi hier. Turbo. Auch wenn das Viech da ein bisschen auf einem höheren Level ist, können wir das Turbo einsetzen. Turbo. Turbo, Boa. Oder so. Ja. Wird schon sinnvoll sein. Und einfach mal eine Glut oder auch nicht. Mist. Dann halt nicht. Warum? Ah, dann halt nicht. Bringt auch nichts. Ah, komm. Scheiß drauf. Ach ja, das ist alles so. Was mache ich eigentlich für Kacke? Ich sollte, ich glaube, es ist zu spät. Ich sollte nicht um diese Zeit aufnehmen. Nein, nein, das ist nicht gut. Aber ist mir egal. Ist mir egal, ist mir egal. Wir machen das schon. Ganz entspannt und ganz ruhig. Wir schaffen das. Ganz ruhig. Wir nehmen uns zur Not auch an die Hand, wenn es sein muss. Aber wir schaffen das. Haben wir uns da verstanden? Ja. Haben wir. Schön. Ach ja. Und jetzt, wer kommt jetzt? Koffing. Na komm, bleiben wir drin. Und hoffen wir erstmal treffen. Mit dem Waterpulse. Waterpulse, Waterpulse. Habe ich heute auch noch nicht oft genug gesagt heute. Ja, na Gott. Oh ja, ich bin müde. Ein bisschen. Naja, geht eigentlich. Schon Schlimmeres erlebt. Schon schlimmere Müdigkeitsphasen durchgemacht. So, jetzt würde ich aber trotzdem mal gerne wissen, wo wir hin müssen. Nach ganz oben, oder? Das schaut sehr richtig aus. Nein, warum kommt man denn da so nicht hin? Also verarsche. Mann, oh. Spiel, warum verarschst du mich so? Wo müssen wir entlang? Das ist eine gute Frage. Hier irgendwo? Keine Ahnung. Was weiß denn ich? Mach doch mal hier irgendwas Gutes. Meine Fresse, ja. Ich weiß, wo wir hin müssen jetzt auf jeden Fall. Und ich probiere es jetzt auch noch zu lösen. Sonst mussten alle das irgendwie lösen. Ich weiß zwar noch nicht, wie er das machen will, aber er wird schon hinbekommen.
Okay, das bringt also gar nichts. Mal so null. Aber das ist okay. Komm, hier kommen wir auch nicht zu dem ollen Teleporter. Der uns aber auch nirgendwo hinbringt. Na, kommen wir zu dem Teleporter. Wo kommt man hier hin? Okay. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt auch ein bisschen länger, um das vielleicht noch herauszufinden, wo wir landen können. Hä? Nein, das ergibt auch keinen Sinn. Ach man. Ich hasse dieses Rätsel, ne? Weißt du was? Snuddle macht den Scheiß alleine. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich hoffe, der Part hat euch trotzdem gefallen, auch wenn ich so ein bisschen geistig abwesend war, scheinbar. Weil ich halt ein bisschen müde bin oder weil es ein bisschen spät ist, aber es geht noch. Auf jeden Fall wünsche ich euch einen schönen Tag oder so. Ach, mir auch egal. Nein. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüssikowski, euer Flastwi. Bye bye.